Ui, ganz großer Kürbis. Ganz viel Schnitzen. Schön. Und los geht's. Ein Prachtstück. Gucken, wie dick die Schale überhaupt ist. Kommt man da rein? Das ist schon ein bisschen kompliziert. Das sieht doch schon mal sehr schön aus. Aber ich glaube, dem fehlt noch eine Nase. Da ungefähr müsste sie hin. Eine kleine Nase. Schauen wir mal, was wir tun können. Das ist gar nicht so einfach, in diesem dicken Kürbis eine kleine Nase zu machen. Dann wird die auch jetzt eckig. Passt sie zum Gebiss. Ha! Wir haben Halloween, es wird gruselig. Wow. Aber er sieht böse aus. Ich weiß nicht, ob die Bären nicht vielleicht Angst vor ihm haben. So, wir haben noch was angemixt. Das ist so ein bisschen Himbeerpulver mit meinem privaten Kirschsaft. So als Blut. Und kommt jetzt hier einfach mal rüber und dann kann Halloween kommen. Ja. Vanya ist eigentlich immer eher der Mutige, der vorweg geht, alles ausprobiert, wenn Mama dabei ist sowieso. Und Michu ist eher ängstlich, man hat das auch beim Rauskommen schon gleich gesehen. Michu ist als erstes raus, hat gesehen, dass da was Fremdes ist und ist gleich wieder reingegangen in den Stall, bis Mama dann endlich vorgeht. Und dann hat er sich auch erstmal da hinten verkrümelt. Wir haben Halloween-Party. Wir haben mehrere Kürbisse geschenkt bekommen und die haben wir fein zurechtgeschnitzt und haben damit das Gehege dekoriert. Und wie man sieht, machen unsere Bären auch Party damit. Ist das die einzige Nahrung, die die heute bekommen? Nee, die bekommen natürlich noch was anderes. Die Kürbisse waren ja auch mit Nüssen gefüllt. Da waren sie auch schon bei und nachher zur Schaufütterung gibt es natürlich auch noch ein bisschen Fisch. Und heute Abend gibt es wie immer Armbrot, ein bisschen Bärenbrei. Und dann sind die auch gut bedient. Ich krieg die nicht kaputt. Leute, aber gleich rollt er rein hier. Süß, guck mal, ich hab ein bisschen. Jetzt haben sie die erstmal auseinandergenommen. Vanya ist auch fleißig am Essen. Die Kerne sind das Beste am Kürbis. Die fressen sie am liebsten. Aber das Fleisch ist morgen auch. Also von den Kürbissen bleibt nicht drin. Wunderbar, sie sind prächtig gewachsen, gut vorbereitet auf den ersten Winterschlaf oder Winterruhe. Also sie werden zu sehen sein im Gehege den ganzen Winter über. Aber sie haben sich auch schon ordentlich Speckchen angefressen und ich denke, dass sie über den Winter nicht ganz so viel Blödsinn machen wie im Sommer.